Jetzt sind wir. Und Detlef wollte dafür irgendwas hin und ich hatte halt keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen. Der Detlef möchte wieder Bonsai und Pflanzenfilme machen. Wir sind jetzt im Paradies und demnächst geht's wieder los mit Bonsai-Pflanzen. Und da werden wir einige neue Filme machen, aber zunächst einmal will ich mal was zeigen. Und zwar haben wir hier eine Menge zu tun, wie man sieht. Der Winter ist jetzt fast vorbei. Und hier muss erstmal aufgeräumt werden, sauber gemacht werden, geschnitten werden. Also hier ist einiges zu tun und ab nächste Woche geht das los. Und dann wird Melody auch dabei sein, die ist heute auch zum ersten Mal hier. Unsere kleine Maus. Die ist am Schlafen. An der frischen Luft. Die wird dann demnächst öfter hier draußen mit sein. Und dann gibt es einiges Interessantes Neues. Die Bonsai sind übrigens den ganzen Winter draußen gewesen. Und hier haben wir noch einen Kandidaten, den habe ich mir schon mal vorgezogen in der Erde. Den werden wir im Frühjahr dann auch rausnehmen. Das ist auch eine Forsythie. Hier stehen viele interessante Sachen, aber die kann ich euch jetzt gar nicht alle auf einmal zeigen. Die Hand hier vorhalten, ist nämlich ziemlich windig. Wie gesagt, das ist echt eine Menge Arbeit. Ja, und die Bonsai, die stehen alle draußen. Und wie man auch hier sehen kann, an dem Buchsbaum. Die Knospen sind immer noch frisch grün. Also der Winter war sehr mild bisher und es war also wirklich nicht notwendig, die Pflanzen nach draußen zu stellen. Oh, die Schnecke. Die ist leer. Ach, die ist leer. Ja, das. Oh, da ist irgendwas drin. Eine Blase. Was soll das denn heißen? Das weiß ich nicht. Da war mal eine Schnecke drin. Ja, auf jeden Fall. Jetzt setzt die Tage ja rund. Der Detlef möchte jetzt wieder Bonsai- und Pflanzenfilme machen. Super. Bonsai ist sinnbildlich übersetzt, ja, wie soll man sagen, Baum in einem Topf oder Baum in einer Schale. Wobei man dabei also das Wurzelwachstum hemmt und der Baum nicht ganz so stark wachsen kann. Und auch durch regelmäßigen Rückschnitt und Umtopfen dieser Pflanzen wird dieser Wurzelballen klein gehalten und daher, wie gesagt, das Wachstum schon mal gehemmt. Und dann durch Schnittmaßnahmen an dem Baum selber wird dieser Bonsai dann klein gehalten und entsprechend in Form gebracht, je nachdem, welche Form man denn gezielt heranzüchten möchte oder welchen Baum man sich gekauft hat und die Form erhalten möchte. Ja, und zu der Form, es gibt also es gibt unzählige Formen und Gestalten von Bonsai, also von herabhängenden, wie beispielsweise an Klippen oder dergleichen, was man sich als Vorbild nehmen kann, oder windgepeitschten, wie an Küsten, wo der Wind vom Meer immer nur eine Richtung bläst und die Äste alle zur Seite gedrückt sind, und aufstrebende Bäume, die natürlich gestaltet sind, wie sie in der Einzelstellung wachsen, also nicht wie sie im Wald stehen, sondern wie sie beispielsweise frei irgendwo auf dem Feld stehen und sich dort vom Habitus natürlich entwickeln können. Auch so kann man einen Baum ja nachempfinden, und das alles, wie gesagt, durch Schnittmaßnahmen und durch Reduzierung ja, des Wurzelreiches, und dadurch kann man die Bäume also klein halten. Tada! Da bin ich nochmal. Was ich euch noch ans Herz legen möchte, geht doch bitte mal in eine Bonsai-Baumschule und schaut euch dort Bonsai an. Und denn es gibt eine riesen Vielfalt an Bonsai, ob das jetzt Outdoor oder Indoor ist, also Zimmer-Bonsai oder Bonsai, die für draußen geeignet sind. Und ja, wie gesagt, die Vielfalt ist riesengroß. Und nur in einer Bonsai-Baumschule kann man sich das wirklich mal richtig angucken und ja, sich dort inspirieren lassen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall Besuch wert, auch wenn man sich das erste Mal informiert. Nicht nur einfach in Büchern blättern, sondern wirklich mal in eine Bonsai-Baumschule gehen und das Ganze richtig genießen.